Der Mond scheint hell zu später Stund. Das Gasthaus ist voll, aus einem ganz bestimmten Grund. Nach einem harten Tag bei Bier und Wein lässt sich jeder gerne auf Geschichten ein. Da, wo zu später Stunde ein warmes Feuer brennt, findet ihr mich, den man den Erzähler nennt. Ruhe, Ruhe, liebe Leute, ich weiß genau, was ihr jetzt hören wollt. Ich erzähle euch ein Märchen, und doch ist die Geschichte wahr. Von einem tapferen Mädchen, das den Kindern hier ganz ähnlich sah. Nun lauscht meiner Stimme und schaut her ins Licht. Begrüßt auf der Bühne die Heldin dieser Geschichte. Ihr Name war Abby. Auch das ärmste Dorf ist reich an Geschichten. Kann ich euch einfachen Leut beschwichtigen. Von diesem fällt mir leider nicht der Name ein, so könnte es genauso gut das eure sein. Der Zirkus zog wie ein Zauber durch die Lande und hüllte unser Dorf in edle Gewande. Inmitten bunten Zirkustreiben möchte Abby sich euch zeigen. Na los, kleine Abby, zeig uns mal, was du kannst. Nicht schlecht. Das hat sie doch toll gemacht. Oder was meint ihr? Doch war es nicht der Zufall, der Abby hergeleitet, aus dessen bloßer Laune zur Manege sich schreitet. Das Schicksal hat sie zur Artistin bestimmt, die stets beschwipste Gesellschaft beschwingt. Der Direktor kündigt sie hochtrabend an. Das Mädchen, das uns den Bären überwinden kann. Beim Fuß des Bären liegt mein Hut. Kann Abby ihn holen mit Geschick und Mut? Hast du den Hut? Die phänomenale Abby hat es fantastisch gemacht, schwärmt der Direktor und tätschelt sie sacht. Doch genug von Abby, liebe Leute, das war ihre letzte Vorstellung heute. Doch fernab beseelter Zuschaueraugen möchte Abby das Leben nicht recht taugen. Fein gemacht, herrliche Kühe, spricht der Direktor und schließt die Tür. Arme Abby, Tag und Nacht hält man sie fest. Das Leben im Käfig gibt ihr den Rest. Zwar sind Speis und Trank ihr stets gewiss, doch schmerzlich sie die Welt vermisst. Doch siehe da, zwei Ratten zeigen Herz, bringen Äpfel zu lindern ihren Schmerz. Der Lärm schallt in des Direktors Ohr.
Er stapft herein. Was geht hier vor? Abby hat es satt, nur Stunden um Stunden am Traum sich zu laben, die Welt zu erkunden. Wer begnügt sich schon gerne mit einem kleinen Käfig, wenn es ganze Länder zu entdecken gibt? Um des leisen Schrittes wohlbedacht, schleicht sie sich aus des Direktors ab. Armer Urs verbringt sein Bärenleben hinter Gitterstäben. Grauenvolle Bestie, wohl kaum. Ein alter Freund mit gleichem Traum. Nur mit Hilfe von wahren Freunden wird Wirklichkeit aus deinen Träumen. Ach, verflucht. Hoffentlich hat das keiner gehört. Mit vereinten Kräften könnte man glatt über sich hinauswachsen, nicht wahr? Gelohnt haben sich die Mühen. Urs und Abby können fliegen. Doch was ist das? Der Direktor? Sie wurden entdeckt. Schnell! Oh. Seinem treuen Herze verschrieben, ist Urs an Ort und Stelle geblieben. Abbys Wohl stellt er über das seine und brummt gütig: Auf geht's, meine Kleine. Rasch nun, Abby, laufe geschwind, kein Blick mehr zurück. Die Reise beginnt. Meine Welt zeigt Abby ihre schmeichelndste Seite, bunte Blüten in Augen verzaubernder Weite. Im Wind wiegende Gräser, die leis klingend summen, als hinter Abby die zweifelnden Stimmen verstummen. Spross um Spross und Stein um Steine, frei vom Zwang und von der Leine. Der Abendhimmel trägt feinste Farben und übermalt Abbys Sorgen und Klagen. Sonnenstrahlen von wohliger Wärme laden sie ein in farbfrohe Ferne. Die Schönheit der Welt auf dem Silbertablett lacht Abby entgegen, so süß und kokett. Die Mühle ist kein Riese, der wütend dir den Weg versperrt und zähnefletschend schreit. Still steht sie auf der Wiese, mit deinen Fäden kommst du trotzdem nicht an ihr vorbei. Bravo! Abby lässt die Mühle einfach im Winde stehen und ihre Flügel einsame Runden drehen. Unsere Abby hält inne am rauschenden Fluss, über den sie wohl oder übel hinüber muss. Weiß ich wohl zu helfen, die raffinierte Kleine,
Wo keine Brücke ist, erbaut sie eben eine. Ups, spring nur und vertraue mir blind. Ich pass auf dich auf, mein Kind. Siehst du, auf mich ist Verlass. Die Jägershütte, ein fahler Lichtstreif, der wohl Sicherheit birgt. Und du, kleine Abby, die seine schützende Güte umwirbt. Lass den alten Wolf ruhig und Frieden sterben und dir davon deine Reise nicht verderben. Das Mädchen, das Mühlen bewegt, wird doch wohl auch einen kleinen Wagen aus dem Weg schaffen können, oder nicht? Abby, was tust du da? Die Fäden? Was machst du mit den Fäden? Hör auf damit! Der Wolf hat sein Leben schon hinter sich. Lass ihn in Ruhe. Was hab ich dir gesagt? Du musst gehorchen, sonst gerätst du noch in große Gefahr. Haben wir uns verstanden? Was mit dem Wolf passierte? Nun ja, der Wolf zog von dannen, ging womöglich vor die Hunde und für Abby hatte er nicht mal ein Wort des Dankes im Munde. Die Bäume versperren den Weg mit ihren knorrigen Fängen, doch fürchten dabei womöglich, sie zu verbrennen. Matsch, Blitz und Donner sind mächtige Widersacher, die Abby Angst und Bange machen. Mutterseelen allein rennt sie und läuft, während ihre Freiheit im Regen ausgeht. Nun ja, Abby, die Welt besteht nicht nur aus goldenen Feldern. Das musst auch du nun lernen. Gib gut Acht auf dein Lebenslicht, Abby. In den Wäldern, so erzählt man sich schon lange, machen dir dunkle Ungeziefer Angst und Bange. Da steht sie mit acht scheußlich zuckenden Spinnenbeinen, bereit dazu, sich einsame Streuen einzuverleihen. Deine Fackel schmeckt ihr überhaupt nicht. Mit mutiger Hand hast du sie in die Flucht geschlagen. Doch warten in der echten Welt noch tausend weitere Jahre.
siehst du langsam, wie dringend du mich brauchst. Dieser Ort ist so gar nichts. Vorsichtig. Sieht ganz so aus, als hätte jemand fertiggebracht, was dir nicht gelang. Die Spinne ist nun mausetot. Oh, Abby, wo bist du hier nur gelandet? Leise, leise, kleine Abby. Wer die Spinne erschlug, zögert bestimmt keinen Atemzug. Schau an. Der Direktor, ist er sich für den Wald nicht viel zu fein? Und mit wem tuschelt er im Unterholz dort insgeheim? Oje, es ist Honda, der grausame Räubersmann, der gerade schon die riesige Spinne bezwang. Ihr bekommt euer Gewicht in Geld, wenn mir mein Abby wieder in die Hände fällt. Ausgebüxt ist das kleine Stück. Bringt sie mir verdammt nochmal zurück. Der Direktor redet eindringlich auf Tonda ein. Doch der lacht nur und kippt seinen Wein. Denkt nur an den Bären, den wir damals ohne Mühe fingen. Das wird uns bei einem kleinen Mädchen ja erst recht gelingen. Direktor, halte unsere Belohnung schon mal bereit. Wir bringen deine kleine Abby schnell zurück. Und dann, Männer, baden wir in Gold und Glück. Die Söldner und Räuber sammeln sich um Tonda in Scharen. Hungrig wie Wölfe sind die erbarmungslosen Barbaren. Ihr Anführer ist riesig wie zwei und stark wie fünf. Einer, der mordet, ohne dass er auch nur die Nase rümpft. Das Licht, Abby. Achte doch auf das Licht. Aua, das sah schmerzhaft aus. Schwere Muskeln sind nur eine Last, wenn du nicht allzu viel im Kopf hast.
Ist man erst dem Tod entflohen, glaubt man sich des Lebens froh. Was, Abby? Doch dein kurzes Glück vergeht mit einem Lidschlag. Vor dir siehst du nichts als Dickicht. Wo ist sie denn nun, deine schöne, wunderbare Welt? Tief im Sumpf schlummert die Gefahr, Abby. Gib acht. Riechst du den fauligen Geruch des Todes? Auch das ist die Welt, Abby. Gegen den zähen Sumpf bist du machtlos. Honda und seine Bande. Lauf, Eddie! Lauf um dein Leben! Oh, kannst du uns nicht entwischen? Holt Honda durch den Wald. Vorsicht! Hier willst du überleben. Honda grunzt verdutzt, als Abby ihm doch entflieht und keiner seiner Räuber mehr das Mädchen sieht. Doch jede Rettung fordert ihren Preis, wie bald auch schmerzlich unsere Abby weiß. Von Tondas tobenden Räubern ist zwar nichts mehr zu sehen, doch spürt Abby, wie ihre speerhaften Blicke sie erspähen. Und haben solch schreckliche Räuber erst einmal Blut geleckt, gibt es wohl keinen, der sich allzu lang vor ihnen versteckt. Keine Rettung in Sicht, so sehr sich Abby hastet, zu schwer die Freiheit auf ihren Schultern lastet. Fröstelnd, hungernd und zerlumpt, läuft sie sich die Füßlein wund. Freiheit ist ein hartes Brot, kleine Abby. Heraus aus dem Walde hat's Abby an den Dorfesrand verschlagen. Unter deinesgleichen muss man doch Mitleid haben. Nicht sonderlich respektvoll, aber wenn es funktioniert. Ist das Ganze hier für dich immer noch ein Abenteuer? Oder sehnst du dich nur noch nach einem warmen Feuer? Lass dich nicht beißen. Wieder rettet dich nicht gesunder Verstand, sondern meine gütige Erzählerhand. Schaut man kurz auf diese dumme Hundetöle, fragt man sich, an wen sie ein erinnern möge. Jagt versessen einen morschen Zweig, als brächte er Glückseligkeit.
Ein wirklich hübsches Städtchen hat unsere Abby da gefunden. Doch scheint alles verriegelt in den späten Abendstunden. Als ob ihr vor Hoffnung die Manieren entarten, stürmt sie kopfüber in den Bäckersgarten. Ach, Abby, so wird man dich nicht mit offenen Armen empfangen. Der Bäckerin ist ihr kaputter Zaun definitiv nicht entgangen. Kann man es ihr verübeln, eine kleine Unruhestifterin in dir zu sehen? Abby schert sich nicht mehr allzu sehr um die Frau, der sie den Rücken kehrt. Das Mühlrad hat erfolgreich sie erklommen. Doch wer heißt so ein Gör willkommen? Auch Tonda und seine Bande streifen durch die Nacht. Pass gut auf, kleine Abby. Gib auf dich Acht. Am Waldesrand haben sie dich nicht erwischt. Der Regen hat inzwischen deine Spuren verwischt. Doch so schnell lassen sie nicht von dir ab. Für des Direktors Gold durchsuchen sie die ganze Stadt. Vorsicht, pass auf deine Fäden auf. Ach, Abby, gib doch Acht. Wer soll das alles wieder aufräumen? Außerdem sind deine Fäden verheddert. Jetzt muss ich... Da hängt es noch. Also, wirklich. Na, okay. So, jetzt sieh zu, wie du da wieder rauskommst. Mit Mühe gelingt es Abby, das Gerüst zu erklimmen. Vergnügtes Lachen hört man freudig klingen. Nur Abby möchte es keine Freude bringen. Schau, wie das Fest tobt, Abby. Jeder hat seinen Platz. Doch wo gehörst du hin? Gerade als Abby sich auf ihr Zirkustalent besinnt. Oh, sie nur knapp den Allerschlimmsten entrinnt. Früher war sie es, die den Leuten viel Freude schenkt. Verlernt hat unsere Abby das Werfen nicht, doch steht sie diesmal nicht im Rampenlicht.
Du willst doch wohl nicht das Ende der Geschichte verpassen. Ihre kleinen Augen hat sie satt gesehen an dem, was in der Welt geschehen. Was golden schien, wurde schwarz. Süßes schmeckte bitter. Er die schöne Welt ertrank, in Kälte und Gewitter. Am Ende will sie nur noch rasten, sicher und allein, und sehnt sich ganz bestimmt zurück ins gute alte Heim. Den Banditen stolperte sie in die Arme, mochte nicht mehr laufen, so ergab sie sich fast wehrlos dem üblen groben Räubershaufen. Da wandern sie los, gen Zirkus mit weiten Schritten. Für die Belohnung lassen sie sich nicht zweimal bitten. Und wie Banditen sich nun mal die Zeit vertreiben, singen sie lieber, anstatt sich anzuschweigen. Vom frühen Morgen bis ins Abendrot wandern wir Banditen, verbreiten Schreck und Not. Wandern wir Banditen, verbreiten Schreck und Not. Dem Zirkus, das das Mädchen ausgewöhnt. Doch Abby wird gefangen, wir bringen sie zurück. Wenn wir erst beim Zirkus angekommen sind wir reich, so viel Gold für ein kleines Kind. Ruf mit Bademünze, tauschen wir dich ein. Und du wirst wieder eingeschlossen sein. Vom frühen Morgen bis ins Abendrot wandern wir Banditen, verbreiten Schreck und Not. Ob wir nun erwischt werden, ist uns egal. Sollen sie doch kommen, schmecken unseren Stahl. Das Mädchen wird wieder Grundstücke vollbringen, während wir hier draußen voller Inbrunst singen. Vom frühen Morgen bis ins Abendrot wandern wir Banditen, verbreiten Schreck und Not. Wir sind Banditen, verbreiten Schreck und Not. Ausgelassen singend erreichen die Banditen ein Gemäuer, wollen des Nachts rasten am warmen Lagerfeuer. Morgen früh laufen wir das letzte Stück und bringen dich endlich zum Zirkus zurück, spottet Tonda in Richtung Käfig. Die letzte Nacht, die du noch in Freiheit genießt, lässt sich noch vernehmen, bevor das Tor endgültig schließt. Ach, Abby, lass doch das Zappeln und Hüpfen sein. Inzwischen solltest du es besser wissen. Ich rede dir wohl nicht genug ins Gewissen. Abby, was hast du nur wieder angestellt? Denkst du immer noch, du wärst ein kleiner Held? Gelernt hat unsere Abby nichts, ist undankbar obendrein. Weiß immer alles besser, so hat es den Schein. Nun, Abby hat ihr Schicksal offenbar selbst gewählt. Doch es ist das lang erwartete Ende. Was nicht zählt. Die Flammen verbreiten sich rasend schnell. Selbst die Ratten fürchten um ihr Fell. Hey, was soll das? Lass los! Hör auf damit! Zappel nur, Abby. Nun ist bald wirklich aus. Bedauerlich, Abby, dass du nicht mal jetzt... Mach dich nicht lächerlich. Es ist vorbei. Lass los, benimm dich. Halt still und mach dich nicht lächerlich. Abby, lass sofort los! Nein! Unmöglich! Wie es wohl weitergeht? Abby, ihr... wollt bestimmt wissen, wie es weitergeht.
Moment. Abby lag... ja, Moment. Habt Geduld. Okay, also... Abby lag und dann? Was wohl jetzt passiert, wollt ihr wissen? Ja, sie... Was wohl passiert? Okay, gut. Abby richtete sich mühsam auf und fand zurück in ihren Lauf. Doch die Welt um sie herum, sie war zerrüttet, weil so lange schon der Krieg hier wütet. Ja, genau. Ein Krieg ist über das Land gezogen, weil sich irgendwelche Länder nicht vertrugen. Vertrugen. Wie ein dummes Kind läuft sie voran, weil sie es nicht lassen kann. Doch der Krieg um sie, erbarmungslos. Die Asche kalt, der Schaden groß. Banditen und Krieger haben alles kurz und klein geschlagen. Noch dem kleinsten Bauern ging es an den Kragen. Mit brutalem Geschrei haben sie alles niedergefegt. Zurückbleiben Köpfe auf Speeren und nichts, das lebt. Verkriech dich nur. In dieser Welt gibt es kein Entkommen. Wild vor Zorn brüllt Tonda der Tyrann. Keiner da, der dich noch retten kann. Unbezwingbar. In tosender Wut, funkelnde Augen, glimmen wie Glut. Geht in die Falle, wohin sie auch läuft, dumm dreistes Mädchen, das sich selber täuscht. Lass deine Finger von Dingen, die du nicht verstehst. Um sie rum die Welt, ein Raubtiermagen. Gib dich ihm hin und Schluss mit den Qualen. Er kommt dich zu holen, mit schallenden Schritten. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Du kannst ihm nicht entkommen.
Letztlich greift sie Tonda der Barbar und tut, was längst besiegelt war. Er kommt dich zu holen, mit schallenden Schritten. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Du kannst ihm nicht entkommen. Na, komm schon raus. Wird dir nicht langweilig. Von links nach rechts, nach links und wieder rechts. Reicht es nicht langsam? Letztlich greift sie Tonda der Barbar und tut, was längst besiegelt war. Er kommt dich zu holen, mit schallenden Schritten. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Du kannst ihm nicht entkommen. Du willst Verstecken spielen? Nur zu? Na, komm schon raus. Wird dir nicht langweilig. Was? Ein kläglicher Versuch, der sie... Fahr nur weiter. Was? Ah, ihr denkt, das war's schon. Meine Welt folgt meinen Regeln. Schaut das Meer an. Wie ruhig, ruhig. Auf der See wiegt Abby sich in Sicherheit, doch hält er schon Gefahr bereit. Im Auge des Sturmes herrscht eisige Stille, dann folgt auf die Ruhe die Zerstörungswelle. Mit grober Gewalt tobt die Natur. Vom rettenden Ufer keine Spur. Stattdessen ein erbarmungsloser Wasserschlund, in dem schon manches Boot verschwand. Keine Chance für unsere Abby. Sie muss wohl oder übel umkehren und Tonda ins Netz gehen. Sonst wird sie für immer in die Tiefe gerissen. Mit Glück und Hinterlist gelingt es Abby, den Naturgewalt vorerst zu trotzen. Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren, kann nicht entrinnen der grausamen Banditenscharen. Sie windet sich vergebens wie der Wurm am Angelhaken. Ein schwächlicher Schwächling in Fängen.
am eigenen Leibe erfahren, kann nicht entrinnen der grausamen Banditenschar. Sie windet sich vergebens wie der Wurm am Angelhaken. Ein schwächlicher Schwächling in Fängen der Stadt. Doch auf dem Boden des Meeres wird sie für immer vergessen sein. Zirkus war sie jemand, doch auf dem Boden des Meeres wird sie für immer vergessen sein. Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren, kann nicht entrinnen der grausamen Banditenschar. Sie windet sich vergebens wie der Wurm am Angelhaken. Ein schwächlicher Schwächling in Fängen der Stadt. Den Schrecken am eigenen Leibe erfahren, kann nicht entrinnen der grausamen Banditenschar. Sie windet sich vergebens wie der Wurm am Angelhaken. Ein schwächlicher Schwächling in Fängen der Stadt. Kommen für nichts, nichts und wieder nichts. Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren, kann nicht entrinnen der grausamen Banditenschar. Sie windet sich vergebens wie der Wurm am Angelhaken. Ein schwächlicher Schwächling in Fängen der Stadt. Im Zirkus war sie jemand. Doch auf dem Boden des Meeres wird sie für immer vergessen sein. Schrecken am eigenen Leibe erfahren, kann nicht entrinnen der grausamen Banditenschar. Sie windet sich vergebens wie der Wurm am Angelhaken. Ein schwächlicher Schwächling in Fängen der Stadt. Nein!
Es ist nur ein kleines, erbärmliches Mädchen. Ihr verdammten Idioten. Nichts nutze. Weg mit euch. Und ihr? Glaubt ihr immer noch an sie? An dieses kleine, einfältige Ding? Meine Welt hat mehr zu bieten als einen Orkan und ein paar Banditen. Das wirst du bald erfahren. Nur weiter. Immer weiter. Wir werden schon sehen, wie weit du noch kommst. Siehst du diese Ruinen? Still liegen sie brach. Ein altes Volk erlebte hier die größte Schmach. Noch lange vor deiner Zeit haben sie aufbegehrt. Unzufrieden kannten sie nicht ihren wahren Wert. Sie lehnten sich auf, frustriert von ihrem Platz in der Welt. Nun bleibt nichts als ihre Geschichte, die man sich erzählt. Ein riesiges Schwert steckt im Fels, alt und weit berühmt. Doch ob es mir nicht einfach nur als Ablenkung dient? Ein wundervolles Wiedersehen, ein herzzerreißender Moment. Bloß schade, dass Tonda keinerlei zurückkommt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Tonda euch erreicht. Seid doch so nett und macht es nicht schwieriger, als es sein muss. Haha, wie gefällt dir das? Verfluchtes! Also wirklich! Eine echte Heldin würde sich nicht einfach verstecken. Abby? Abby, wie soll das weitergehen? So geht doch keine Geschichte. Was machst du denn so lange da drin? Nein! Tom, was hast du da getan? Was hast du getan? Das wirst du noch bereuen! Schluss jetzt mit dem Unsinn. Komm raus, du kleine Nervensäge. Ah, da bist du. Nicht so schnell! Oh. Siehst du, Tondas Griff schließt sich so fest. Endlich gibt der Abby den Rest. Tondas Griff, siehst du, das war's endlich mit dir. Bist du das Versteckspiel nicht langsam leid?
schau mal, ich kann auch ungerecht spielen. Abby, komm raus! Ich hab's satt. Jetzt zeig dich endlich! Bist du jetzt unter die Holzfälle gegangen? Das wird dir auch nicht helfen. Schluss mit dem feigen Versteckspiel! Scher dich weg! Weg! Weg von ihm, du! Weg! Nein! Du bist tot! Er kriegt dich! Jetzt ist es aus mit dir! Du kannst dich nicht verstecken! Tonda lechzt nach Rache. Gleich spürst du Tondas vollen Zorn. Verdammt! Nein, bleib weg! Bleib weg! Wage... Nein! Auf der anderen Seite gibt's auch keinen Ausweg. Du sitzt in der Falle. Toll! Du hast es auf die andere Seite geschafft. Doch überall blüht dir der Tod. Gleich zerquetscht er dich wie eine Magd. Nein! Wehe! Bleib fern! Bleib weg da! Bleib! Ah!
Ich bin dein Gott. Keiner stellt sich gegen Gott. Ich zerfetze dich. Komm her. Komm her. Zerschlagen wirst du. Zermalmt. Nisting. Höre. Zum Runter. Runter. Aufhören. Auf. Nein! 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 Das kann nicht sein! Nein! Thank you.